Und weiter geht's mit Let's Play Minecraft. So, guck mal rein hier. Pilzeintöpfe mal rein hier. Vier Stück davon. Ja, sind vier schöne Heilungen bisher. Oh, diese eine können wir eigentlich schon mal fressen. Und wir kriegen diese Schilder sogar wieder. Lass mich verwerten. Wir fressen Fliegenpilze und heilen uns, Leute. Das ist echt krass hier in Minecraft alles. Und nochmal eine Pilzsüppchen. Also wir fressen hier irgendwelche giftigen Pilze. Und wenn ich nicht weiß, das ist echt. Wow. Cool. Naja, ja. Weiter geht's. Ich brauche nochmal ein größeres Haus, dass es weitergeht. Das werden wir jetzt bauen. Das war hier, wollte ich es hinbauen. Eigentlich könnte ich mir eine Schere craften. Sag ich nur. Und dann liegt es auch schön einigermaßen. Wir haben noch genug für einen Eimer. Da da da! Haha, yeah! Wir sind der Minecrafter. Oh, guck mal, eine Wasserschlucht. Von der Unglück. Oh nein, sieht man diese schöne Wasserschlucht. Und der Wasser wird wahrscheinlich auch noch was bauen. Mal sehen. Ja, und der Wasser hört sich auch mal gut anzubauen.
Oh nein. Wieder hoch. Hinbauen. Da und runter falle. Also hier werden mehrere Etagen sein. Das ist ein richtig fettes Baumhaus sein. Vielleicht so wie Kronk sein, was er gebaut hat. Mal sehen. Da wird auch so ein wunderschönes Baumhaus gebaut. Das hat er sogar mal in einem Spiel angezündet. Das war nicht cool. Das war lustig. Als er das Ding angezündet hat, war lustig. Schade, dass es in echt war, dass es eine Kopie war. Echt schade. Das wäre schon lustig gewesen, wenn echt den Baumhund angezündet hätte. Naja. Ich bin doch nicht krank. Vielleicht werde ich auch mal anzünden euch noch Kopie, aber dann werde ich es auch sagen. So, sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Schon Blick aufs Meer machen wir hier hin. Dam 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 dam. Und wir bauen ein Haus. Aber auch schön jetzt. Ah. Ich würde deine Gesprächsthema ansprechen. Sprechen wir da am besten über meinen heutigen Tag. Ich weiß ja nicht, ob du das wisst, aber ich bin vom Beruf her Metallbearbeiter. Und gehe deswegen auch noch in die Berufsschule als Lehrling. Und in der Berufsschule haben wir echt coole Lehrer. Best fehlt mir unser guter alter Werkstoffkundelehrer. Das ist eigentlich das wichtigste Fach mit ist. Das ist so der Lehrer, das er uns beibringt. Das ist echt cool. Ich werde euch jetzt mal seine Unterrichtsmethode ein bisschen erläutern. Ich kann keine Fackeln setzen, ach so. Gut, ich erkunde Herr Wader jetzt mal seinen Unterricht, den ein bisschen erläutern. Und seiner Meinung nach warum hatten wohl die Nazis UFOs? Ja, die hatten UFOs. Den sind sie dann auf den Mond geflogen und in der Welt rumgeflogen. Wow. Haben wir da gesagt. Das ist echt interessant. Meinte er uns beizubringen. Und seine Frau hätte angeblich ein UFO gesehen. Die haben sich dann angeblich auch sprungweise fortbewegt. Also die sind gesprungen. Hyperspeed oder was? Oh Mann, Junge. Und wie ein paar Lehrer, Junge. Ich könnte die Worte auch mal benennen. Aber die Zählen schreiben Nazi-UFOs im Weltall. Wenn wir ihre geheime Mondbasis da oben haben. Oh Mann. Da lernt man echt was zu suchen.
weiß nicht, was der durchmachen muss. Und das gerade. Das gerade gesehen, dass hier irgendwas war. Bin doch nicht blöd. Naja. Und natürlich springen wir uns dann so viel bei, dass wir nichts wissen zur Prüfung. Das war immer so ein Hausbau hier. Das ist echt schlimm mit den Jahren. Heute hatten wir ihn auch wieder. Und heute kam er an. Seine komischen Werkstofftheorien da. Hey. Einfach schlimm gewesen mit ihnen. Ich habe da mal Prüfungsvorbereitung gemacht. Das war wieder eine Lachnummer. Oh, es war billiger, wenn ich dran. Gut, wir lassen mal zurück zu unserem. Scheiße, kein Ausgang. Zu unserem Bett. Und pennen lassen wir eine Runde, dann machen wir wieder weiter. Tuck, 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 tuck. Eine Platte hier hinten bauen. Und weiter geht's. Schlaf, schlaf, Kindlein, schlaf. Oh mein Gott, sehen eigentlich unsere Getreidefelder aus. Naja, es wächst und die Diät. Noch dem mal ein bisschen fressen, wir haben durch Pilze. Ja, wir fressen Pilze, wir sind echt auf Drogen hier. Drogencraft. Das wäre doch mal eine Idee. Das könnte nach sein, dass unser Lehrer Drogen nimmt. Und so in seinen Drogenwahn Dinger immer sieht. Das wäre eine Erklärung. Eigentlich. Ich bin so still, ich weiß nicht, was ich erzählen soll weiter. Ich würde erzählen von unserer heutigen Stunde. Da hat es doch tatsächlich dazu gebracht, Prüfungsvorbereitung zu machen. Es lief eigentlich alles super gut ab. Es war eigentlich keine Probleme weiter. Bis er dann anfing, eine auf Großwichte zu. Ihr müsst euch alle richtig konzentrieren und nicht was alles. Müsst das und das können. Dann sind wir so eine Oberschlauen in unserer Klasse, die alles meinten, sie wollen es wissen, dann doch falscher. Weil sie einfach nur cool sein wollen. Finden sie was, coole Kinder. Die Lianen können wir eigentlich mal anbringen hier. Das sieht cool aus, wenn hier Balearen runterhängen. Ja, so kann das bleiben. Ah.
Ach, ich hasse coole Kinder. Das sind so eine Assi-Typen meistens, die nichts können. Einfach nur große Fresse haben. Schon 11 Kürbisse. Mhm. 2 Samen noch, die können wir gleich nochmal anpflanzen. Ich meine Honig noch. Hey, am Boden, wie cool. 5 Pfeile habe ich auch schön. Hier gerade, wir haben einen String, also brauchen wir noch 2. Ja. Und ich bastel mal erstmal eine Angel. Da können wir jetzt auch erstmal nachstellen. So, Pilze, die reichen für 25 Pilzsuppen. Also noch voll ausreichend. Naja. Aber das werden wir alles dann im nächsten Part reden. Wenn jetzt ist. Oh, Scheiße. Ich werde nicht so oft drauf drücken. Ja, und alles können wir dann im nächsten Part machen. Bis dann. Tschüss.